Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, was, ja, wir können es ruhig so sagen, der zweite Teil des Interviews mit dem Welttorhüter Henning Fritz ist. Denn ich habe so viele positive Rückmeldungen bekommen und so viele Anfragen, ob ich nicht mal etwas in die Analyse gehen könnte. Woran lag es denn, dass Henning Erfolg hatte und woran lag es, dass er auch Misserfolg hatte? Und ich habe mir mal 10 Punkte herausgesucht, was wir von diesem Welttorwart lernen können aus diesem Interview und für deinen Weg übertragen kannst. Also viel Spaß mit dieser Folge der Analyse eines Weltklasse-Sportlers. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Und du hast es vielleicht mitbekommen im Interview, dass der Absturz von Henning und seiner Leistung erst dann passiert ist, nach dem Jahr 2004, wo er Europameister wurde, wo er zum Welthandballer gekürt worden ist und danach ging es bergab. Und die Ursache davon war, und das war ihm, und das haben wir im Interview auch erarbeitet, gar nicht so bewusst gewesen, es war, dass auf einmal die Ziele nicht mehr da waren. Denn man war ganz oben, man hatte seine Ziele erreicht und auf einmal waren keine Ziele mehr da. Und dann kommt dieses alte Gesetz, where attention goes, energy flows, dass wir uns einen anderen Fokus suchen. Und man erlebt es bei so vielen Stars, Angelique Kerber oder auch Boris Becker, wie Henning sagte, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass auch sie alle solche Leistungseinbrüche oft hatten, wenn ein großes Ziel erreicht war. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns permanent wieder neue Ziele setzen und vor allen Dingen auch große Ziele setzen, wo wir ruhig, ja, nenn es ruhig eine große Vision zu haben, wo wir lange dranbleiben, wo wir etwas haben, worauf wir mit Freude und Begeisterung hinarbeiten. Und es darf wirklich ein sehr großes Ziel sein. Und was wir tun dürfen, ist, wir dürfen die zeitliche Komponente rauslassen. Weil wenn du unbedingt dieses riesige große Ziel erreichen willst, dann ist es dir doch egal, ob du es in 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren oder 5 Jahren auch erreichst. Und ich glaube fest daran, dass es im Leben immer wieder darum geht, dass wir uns neue Ziele setzen, wenn wir die alten erreicht haben. Denn warum machen wir das? Warum setzen wir uns Ziele? Die These dahinter ist doch recht simpel. Denn wir nehmen ja an, dass wenn wir diese Ziele erreicht haben, es uns besser geht als vorher. Und natürlich darf man, wenn man ein Ziel erreicht hat, eine Etappe gewonnen hat, auch mal kurz auf einem Plateau verweilen und das genießen. Absolut in Ordnung. Und ich glaube, dass es dann wieder darum geht, sich neue Ziele zu setzen, weil die uns letztendlich glücklich machen, weil wir uns oft weiterentwickeln wollen und vorankommen wollen. Und wenn es bei dir mal nicht so läuft, gerade in deinem Leben, vielleicht liegt es daran, und das hat viel mit Demotivation auch zu tun, dass du im Moment einfach keine klaren Ziele hast, wo es hingehen soll. In diesem Sinne, such dir immer wieder klare Ziele, such dir große Ziele, wo du begeistert hinterhergehen kannst. Im zweiten Punkt geht es um eine mentale Technik der Visualisierung. Henning Fritz hat diese angewandt immer im Bus auf dem Weg zu den WM-Spielen, wo er sie die Augen geschlossen hat und sich dann vorgestellt hat, wie er im Tor steht und die Bälle von verschiedenen Positionen gehalten hat. Und das ist eine unglaublich effektive Technik, um sich auf einen Wettkampf, auf eine Herausforderung einzustellen. Und das Wichtige dabei ist, es sollte eine Visualisierung sein der Assoziation. Assoziation bedeutet, du siehst nicht dich von außen, sondern du bist mitten in dir drin. So wie Henning auch. Er hat nicht gesehen, wie er im Tor steht von außen und die Bälle hält. Nein, er war in sich drin, im Tor und hat das dann gesehen, wie er diese Bälle tut. Und das ist wichtig, weil das fühlt sich viel intensiver an. Und dieses Gefühl ist für die visuelle Verankerung extrem wichtig. Denn je mehr Gefühl ich habe, desto besser wird es bei mir verankert und dieser Lernprozess vorangesetzt. Man sagt ja immer so schön, Lernen darf unter die Haut gehen. Je höher die Emotionen sind, desto besser lerne ich das. Wie können wir das nutzen? Natürlich, wenn wir mal etwas Wichtiges haben. Vielleicht ist es ein wichtiges Gespräch, eine Präsentation. Wir haben einen Auftritt als Vortragsredner oder wir haben einfach etwas Wichtiges zu tun. Dann können wir diese Technik der Visualisierung nutzen, so wie es die Profisportler auch tun, um uns optimal vorzubereiten. Ich mache es oft oder ich habe es früher oft gemacht in meiner Handballzeit, auch dort mich 5 Minuten so wie Henning hingesetzt und bin im Kopf ein richtig gutes Spiel durchgegangen. Alle möglichen Szenen, alle möglichen Situationen mit verschiedenen Lösungen. Daher wende die Visualisierung an, um dich einfach gut vorzubereiten. Der dritte Punkt ist, und das ist etwas für während des Wettkampfes, wie ich mit Fehlern umgehe.
Und was Henning gemacht hat, war eine brillante Technik. Er hat ja beschrieben, in dem Moment, wenn er ein Gegentor bekommen hat, wo er sagte, ach, den hätte ich halten können und sich geärgert hat, dann hat er den Ball wieder nach vorne gespielt zu seinem Team und dann ist er nochmal diese Situation im Kopf durchgegangen. Er hat sich nochmal das Erfolgserlebnis bildlich vorgestellt. Und das ist etwas, was ich dir auch empfehle, was ich zum Beispiel bei vielen Golfern auch mitbekomme. Wenn sie mal einen Schlag gemacht haben, der nicht so gut ist, dann machen sie danach nochmal so einen Probeschwung und leben das Gefühl des richtigen Schlages nochmal in sich hoch. Und genau das ist es, was wir auch tun dürfen. Wenn wir etwas mal nicht geschafft haben, dann einfach nochmal in die Situation reingehen, nochmal uns das intensiv vorstellen. Und dann, wenn du auch gerade Sportler bist im Wettkampf und jetzt muss es aber darum gehen, den Fokus wieder nach vorne zu setzen, kombiniert hat Henning das mit einem Anker der Körperlichkeit. Er hat also etwas getan mit dem Körper, um dem Kopf zu signalisieren, jetzt geht's weiter. Und bei ihm war es dieses ich klatsche in die Hände, was für ihn ein Signal war von, komm, jetzt geht's nach vorne. Ich habe es abgehakt und es geht nach vorne. Und man sieht es ja auch ganz oft, dass sich Sportler so über Körperlichkeiten in den Zustand, in den guten Zustand bringen. Sie trommeln auf der Brust herum oder sie machen ihre Bewegung. Und das ist eine super gute Kombination von diesen beiden Möglichkeiten, sich wieder in den richtigen Zustand zu bringen. Also daher auch für dich, kombiniere das, dass du eine körperliche Bewegung kombinierst mit einer Visualisierung in einem Bild, dass du dann einfach das Signal hast nach einem Fehler im Wettkampf, jetzt geht's wieder voran. Im vierten Punkt möchte ich über das Thema der limitierenden Glaubenssätze mit dir sprechen. Und das ist ein Riesenpunkt, worum es bei vielen Sportlern und Menschen da draußen geht. Es geht immer darum, was glaubst du, kannst du erreichen, beziehungsweise was glaubst du, was hindert dich? Und ich erlebe es in vielen Coachings mit professionellen Torhütern, sie sagen, ich brauche unbedingt ein Torwarttraining, sonst werde ich nicht besser. Und das Spannende in dem Interview mit Henning war, er hatte nie so wirklich einen Torwarttrainer und hat es trotzdem auf dieses Top-Niveau gebracht. Genauso ist es mit der Körpergröße, dass er mit seinen 1,89 Meter natürlich ja nicht der riesige Torwart ist, aber trotzdem erfolgreich war. Er konnte lange Jahre keine richtig guten langen Pässe spielen, sondern hat es erst beim THW Kiel gelernt und war trotzdem erfolgreich. Und das finde ich ganz schön, dass es ein wunderbarer Beweis ist darüber, dass es nicht immer diesen perfekten Weg zum Erfolg gibt, dass es vielmehr wichtig ist, was glaubst du daran? Und wenn es Dinge gibt, die du im Moment noch nicht hast, wo du meinst, ich brauche diese aber unbedingt, um erfolgreich zu sein, hinterfrag das doch mal bitte. Ist das wirklich so? Brauche ich unbedingt vielleicht dieses spezielle Training? Brauche ich unbedingt diese Technik? Brauche ich unbedingt diese Ausrüstung? Brauche ich unbedingt diese körperlichen Voraussetzungen, um wirklich erfolgreich zu sein? Denn in dem Moment, wenn uns das bewusst wird, dass wir das vielleicht gar nicht brauchen und dass es einen anderen Weg gibt, passiert hier oben was Magisches. Auf einmal wird diese Limitierung durchbrochen und unser ganzer Fokus ist wieder auf unser Ziel gerichtet und wir können viel, viel besser unser Ziel erreichen und vorangehen. Also checke mal deine Limitierung und lass ihn keine Chance. Im nächsten Punkt spricht Henning davon, dass es in seiner Zeit, wo es ihm nicht so gut ging, er wirklich lange gelitten hat. Über ein Jahr hat er ja das Ganze mit sich selber ausgemacht. Diese negativen Gedanken, dieses Nicht-Vorankommen. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass viele Sportler einfach auch meinen, ich muss das ja mit mir ausmachen. Es ist halt meine Aufgabe, dass ich muss stark sein und so weiter. Und deswegen auch der Appell an dich, dass du vielleicht schon früher anfängst, daraus ja, zu reflektieren, festzustellen, wie geht es mir im Moment? Bin ich auf dem richtigen Weg oder fühle ich mich vielleicht nicht so gut? Dass du auch dort eher die Kurve kriegst und nicht so lange wartest, dir schon eher eine Unterstützung holst, anfängst, ja, dich zu informieren, was kannst du tun, um in diesen verschiedenen Bereichen wieder voranzukommen. Warte nicht so lange mit einer Leidenszeit, sondern reflektiere meinetwegen wöchentlich, täglich, was läuft gut bei dir, wie geht's dir gerade und dann fang an, dort in die Handlung zu kommen, damit du nicht so lange alleine diesen Weg bestreiten musst. Das nächste Thema ist die Macht unseres Umfeldes. Henning sagt so schön, dass er sich damals in Magdeburg unglaublich wohl gefühlt hat. Und es ist so wichtig für eine langfristige Performance, dass wir uns in unserem Umfeld wohlfühlen.
also in dem Ort, wo wir sind, mit den Menschen, die um uns herum sind. Und er beschreibt es ja auch, als er in Kiel dann war, ein neues Umfeld, es war anders, er musste sich erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube auch, dass es ja bei der Weltmeisterschaft einfach auch ihm so gut getan hat, dieses neue Umfeld wieder der Nationalmannschaft zu haben, weil das natürlich sehr und ganz anders verankert war bei ihm. Und da merkst du schon, wie wichtig dieses Umfeld ist für unsere Leistungsfähigkeit. Also sorge immer dafür, dass du ein gutes Umfeld, gute Leute um dich herum hast, die dich mit Energie aufladen und wo du dich auch von den Örtlichkeiten her einfach so sein kannst, wie du bist und dich auf deine Sache konzentrieren kannst. Daher, das können wir aus diesem Bereich von Henning auch lernen. Erschaffe dir ein Umfeld, das dich wachsen lässt. Im nächsten Punkt hat er über seinen Schlaf auch viel gesprochen. Dass er damals in der Zeit, wo es ihm nicht so gut ging, zwar viel geschlafen hat, jedoch er war nicht ausgeruht. Und immer wenn wir extrem viel schlafen, morgens nicht aus dem Bett kommen, keine große Motivation haben, dann darf das schon ein Signal sein für uns, und zwar ein Alarmsignal, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt. Denn wenn du zu viel schläfst, zu lange schläfst, kann das auch schon ein Zeichen in Richtung Burnout sein, in Richtung Energielevel ist unten. Und daher sorge dafür, dass du auf der einen Seite mal feststellst, wie viel schlafe ich denn im Moment und wie ausgeruht bin ich? Und dann natürlich auch unsere Schlafqualität erhöhen. Und bei Henning war es so, dass permanent die Gedanken gekreist haben. Er hat gegrübelt und deswegen konnte er natürlich auch nicht so tief schlafen. Es ist immer eine gute Idee, sich eine Liste zu machen mit Dingen der Umsetzung. Was kann ich denn tun, damit diese Gedanken aus meinem Kopf verschwinden? Oder eine Meditation oder etwas anderes zu tun, was uns auf neue Gedanken bringt. Daher sorge dafür, dass du einen guten, qualitativ hochwertigen Schlaf hast, jede Nacht. Er berichtet auch über diesen Wohlfühlraum bei der Weltmeisterschaft. Das ganze Team hatte einen großen Raum zur Verfügung, wo sie sich mieten können, wo sie sich treffen können, wo sie Tischtennis spielen können, wo sie diese Kopfhörer mit dieser speziellen Entspannungsmusik und Frequenzen nutzen können, wo sie sich austauschen können. Und da zeigt es auch wieder, wie wichtig es ist, dass man eine Umgebung hat, eine räumliche Umgebung, wo man sich einfach wohlfühlt. So wie dein Schreibtisch beispielsweise auch, wenn du, oder dein Büro, wo du arbeitest. Oder vielleicht ist es auch deine Trainingshalle, deine Wohnung, also dass wir die Örtlichkeit so gestalten, dass wir einen Raum der Harmonie erschaffen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir einfach auch so sein können, wo wir sind, dass wir uns einfach wohlfühlen können. Also erschaffe auch für dich mal diesen Raum. Vielleicht gibt es den, vielleicht kannst du ihn noch irgendwie gestalten, wo du einfach dich super gut und super wohlfühlst. Ja, und dann hat er natürlich über eines meiner Lieblingsthemen auch gesprochen, das Thema Meditation und Dankbarkeit. Denn das beides sind Routinen, die für jeden Menschen so machtvoll sind. Lass uns im ersten Step mal auf die Dankbarkeit schauen. Das Gefühl der Dankbarkeit ist genau auf der anderen Seite der Skala als die Angst oder der Druck. In dem Moment, in dem wir unseren Fokus auf die Dinge in unserem Leben richten, für die wir dankbar sind, merken wir, dass wir herunterkommen, dass wir entspannter werden, dass wir gelassener werden und besonders, dass wir mehr und mehr genießen können. Und wie geht das? Ganz simpel. Nimm dir am Tag 3-4 Minuten, wo du dich entspannst und wo du nur über die Dinge nachdenkst, über die du dankbar bist. Privaten Bereich oder auch im beruflichen Bereich. Und wenn du das jeden Tag trainierst, wenn du jeden Tag diesen, nennen wir ihn mal ruhig, diesen Dankbarkeitsmuskel wirklich trainierst, wirst du im ganzen Alltag auch merken, dass du viel mehr bewusster da bist. Du bist achtsamer, du nimmst die Dinge viel, viel bewusster wahr und auch dankbarer. Und dadurch kannst du das alles mehr und mehr genießen. Einer der wichtigsten Tipps, die man umsetzen kann in seinem Leben, ist, dieses Gefühl der Dankbarkeit immer mehr und immer größer zu machen. Und genauso funktioniert es mit der Meditation. 10 bis 15 Minuten am Tag sorgen dafür, dass du dich viel besser fokussieren und konzentrieren kannst. Und das ist etwas, was jeder wunderbar einfach in seinen Alltag einbauen kann, was ich vielen Sportlern auch empfehle. Es gibt wunderbare Apps, die du mittlerweile nutzen kannst, die kostenlos sind, um dir diese kleine mentale Auszeit vom Tag zu gönnen.
Dein Gehirn lernt in diesem Meditations- oder wie ich es gerne nenne, Fokustraining, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und das ist eine Fähigkeit, eine wichtige Voraussetzung sogar für den Flow. Also beginne mal das Thema Meditation immer mehr in deinen Tag zu nehmen und so hast du wunderbare Möglichkeiten, die dich unterstützen und die dir helfen, dass du einfach besser in den Flow kommst und eine bessere Performance abliefern kannst. Ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen aus diesen kleinen Bereichen und aus den mentalen Techniken von Henning Fritz, die ich eben mal kurz analysiert habe. Und bestimmt war etwas für dich dabei. Daher fang mal an, das in deinen Alltag einzusetzen und zu verändern. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal. Und ansonsten findest du mich auch auf den anderen Social Media Kanälen und wo ich dich immer wieder mit neuen Inputs und verschiedenen Tipps bereichern werde. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan.